LVR Kulturkonferenz. Kulturland Rheinland. Wohin geht die Reise? Grußwort. Klaus Kaiser, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Sehr geehrte Frau Lubeck, sehr geehrte Frau Karabaitsch, sehr geehrte Damen und Herren, liebe digitale Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen wurde und wird aufgrund ihrer Dichte und Vielfalt besonders hart von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen. Viele Kulturveranstaltungen mussten abgesagt und verschoben werden oder können nur in stark reduzierter Form stattfinden. Gleichzeitig hat die entstandene Lehre viele neue kreative Wege freigesetzt, um Kulturveranstaltungen durchführbar und erlebbar zu machen. Die vielen Kulturschaffenden haben sich dabei an die jeweils aktuellen Möglichkeiten angepasst. Leider stellen uns die jüngsten Entwicklungen jedoch vor immer neue Herausforderungen, auch was das soziale und kulturelle Beisammensein angeht. Daher freue ich mich umso mehr, dass unter diesen besonderen Umständen auch die LVR Kulturkonferenz neue kreative Wege geht und ich sie dabei digital zur diesjährigen Ausgabe begrüßen darf, in der das Thema Kulturtourismus im Mittelpunkt steht. Kulturland Rheinland, wohin geht die Reise? Als sich Anfang des Jahres Titel und Thema für die Konferenz konkretisierten, konnten wir alle noch nicht erahnen, dass sich für uns in diesem Jahr vielfach nicht nur die Frage nach dem Wohin stellen würde, sondern vor allem danach, ob überhaupt eine Reise weit weg von zu Hause möglich ist. So wurde bei vielen von uns die nahe Umgebung zum Ziel der Reiseplanung. Was auf den ersten Blick vielleicht als Nachteil erscheint, erscheint auf den zweiten Blick als Vorteil vor Ort. Denn Nordrhein-Westfalen bietet mit dem Rheinland sehr abwechslungsreiche Kulturangebote. Es ist toll, wie viele Kunst- und Kulturerlebnisse hier unmittelbar vor der eigenen Haustür möglich sind und wie viel Neues die nordrhein-westfälische Kulturlandschaft in der Krise hervorgebracht hat. Daher begrüße ich sehr, dass die LVR Kulturkonferenz gerade jetzt das Thema Kulturtourismus in den Mittelpunkt stellt und nicht nur der Frage nachgeht, wie Kultureinrichtungen attraktive Angebote für einen Reiseanlass schnüren können. Auch andere wichtige Aspekte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit im Tourismus, kulturtouristisches Marketing und kulturelle Bildung werden beleuchtet. Es ist ein wichtiges Signal, dass gerade jetzt die Reihe der LVR Kulturkonferenzen fortgesetzt wird. Ich freue mich daher sehr, dass der Landschaftsverband gemeinsam mit den Kulturbüros der Regionen Rheinschiene, Niederrhein, Bergisches Land und der Region Aachen keine Mühen gescheut hat, die Kulturkonferenz auch in diesem Jahr stattfinden zu lassen und so den Kulturschaffenden im Gebiet des Landschaftsverbands Rheinland wieder die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung bieten. Wir unterstützen diese Aktivitäten gern und freuen uns auf diese erste digitale Ausgabe der LVR Kulturkonferenz. Ich wünsche Ihnen allen eine interessante Reise durch die kulturtouristischen Möglichkeiten der Kulturlandschaft Rheinland und zwei erfolgreiche Konferenztage. LVR Kulturkonferenz, Kulturland Rheinland. Wohin geht die Reise? Wann? 24. und 25. November 2020. Wo? Digitale Konferenz. Infos und Anmeldung unter www.kulturkonferenz.lvr.de #LVR-Kulturkonferenz. In Kooperation mit Tourismus NRW, Kultur West und WDR 3. Gefördert von Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und dem LVR.